Herzlich willkommen hier zu Artbeat Games und zu einem neuen Part von Call of Duty Ghosts. Kommt, sichert die Ziele. Diesmal im Multiplayer, der Modus ist Herrschaft und wir sind auf der Map Stormfront. So, haben wir hier gesichert. Wir liegen in Führung. Der Feind hat Ziel. Tja, da explodiert schon mal was. Das Spiel ist ruckelig. Leider läuft das Spiel immer noch nicht sauber. Mittlerweile gab es zwei größere Pads. Seitdem läuft es ein Tick besser, aber... Naja. Ja, der wurde... Also das Spawn-System ist eines der schlechtesten, das ich wirklich in den letzten Jahren erlebt habe. Ach, scheiße. Wo bin ich denn gelandet? Bravo wird gesichert. Tja. Bravo gesichert. Ach, du campende Ratte. Es gibt so viele Camper. Wisst ihr auch warum? Weil die Maps einfach so aufgehört. Geh da nicht lang, Junge. Oh, ich glaube, er hat ihn erledigt. Gut gemacht, Boy. Ja, da liegt der Camper. Nein, da hat er sich auf die andere Seite gesetzt, diese Ratte. Oh, ich weiß nicht, ob ich dies. Ja, plumps, da lag er unten. Oh. Oh, das war nicht schlecht. Komm, jetzt lad nach, verdammt. Oh Mann, was für Hänger. Also wie gesagt, es gab mittlerweile zwei Pads. Die haben das Gröbste jetzt irgendwie behoben. Aber das Spiel läuft immer noch nicht so, wie es sein sollte. Dieses Flüssige ist einfach nicht da. Und wenn man die Grafik runterschraubt, ist das Spiel so hässlich. Ehrlich. Also vom wegen neue Engine und so weiter. Heute habt ihr gesehen, der läuft einfach durch die Kugeln durch. Schnell nachladen. Das ist einer der besseren Maps auf jeden Fall, also optisch und so weiter. Und hier fängt auch mal so ein Sturm an. Aber wenn man das mal wirklich vergleicht mit Battlefield 4 oder sowas, ist das echt nur ein Witz. Nee, da ist wieder dieser verdammte Camper. Schau rechts, Junge. Nee, da ist keiner. C wird gesichert. Wir verlieren A. Ja, ja. Ich sichere hier mal C. So, ist alles sicher. C gesichert. Satcom-Verbindung aktiv. Der Feind hat A. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich sehr enttäuscht von Ghosts. Mach uns bereit. So, unser Wachhündchen hätten wir auch. Na, verdammt, das wollte ich überhaupt gar nicht. Wo ist mein Bello? Komm, schnapp ihn dir. Mein Hündchen lebt ja noch weiter. Siehst du, da ist er auch. Und hat ihn mal gleich zerfleischt. Guter Hund. Nachher kriegst du ein Leckerli. Ich war doch schon in Deckung, du verdammte Ratte. Und... Mein Hündchen ist immer noch da. Toll gemacht, Lena. Wachhund wurde getötet. Nein! Nein! Alter, von wo werde ich beschossen? Ach, schade.
Ach Mensch, Leute, ich bin wirklich so enttäuscht von Ghosts. Feindliche SATCOM gesichtet. Wir verlieren C. Die Maps, die wirken zwar authentisch und sind auch ziemlich detailreich und so. Aber die sind sowas von verwinkelt. So, schnappen wir uns mal Charlie. Und dann noch dieser technische Zustand. Okay, früher sahen die Call of Duty Spiele nicht besonders. Alter! Ein Hund kann mehr kassieren als ein Mensch. Das müsste man auch mal hinterfragen irgendwie. Also ein virtueller Soldat hier, das meine ich mit Menschen. Naja, was wollte ich erzählen? Genau, also davor sah irgendwie Ghost auch nicht besonders aus. Was heißt Ghost? Überhaupt Call of Duty. So, den haben wir noch. Aber es lief wie geschmiert. Die Performance war sehr gut. Und jetzt? Ja, jetzt sieht Call of Duty Ghost immer noch nicht besonders aus. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, ziemlich gleich. Nein, das war unser einer. Nein, der ist schon tot, meinte ich. Ach verdammt, da sind wir zu spät gekommen. Ja, und das ist das Stürmchen hier. Es knallt schön mit dem Blitzen und so weiter, aber wenn man sich mal einen Sturm in Battlefield 4 angeguckt hat, ja, vor allem im Paracel Storm, Alter, ist das echt nur, ja, ein Generationsunterschied, würde ich das mal sagen. Also wie gesagt, von der Technik bin ich wirklich sehr enttäuscht in der Hinsicht. Man hat versprochen, neue Engine hier und da, ja, klar. Call of Duty Ghost sieht nahezu genauso aus wie Black Ops 2, ist aber um weiten hardwarehungriger. Ja, und wir können durch Wände gucken. Warum? Ja, weil einer unserer Companeros hier einen Perk hat. Dadurch können wir dann irgendwie durch Wände gucken. Auch toll, oder? Ja, ganz toll für einen Multiplayer-Shooter. Nee, das ist ja unser einer. Ja, ja, unser Juggernaut rennt hier rum. Was war denn das jetzt? Haben wir ein Hündchen? Nein, verdammt. Warum? Ich will wieder mein Bello haben. So, sehr gut. Jetzt haben wir unser Bello. Komm. Krieg's auch was zu frühstücken hier. Wo bin ich denn gelandet? Das meine ich, Mann. Die Maps sind so verwinkelt bis zum geht nicht mehr. Oh, das ist eine offene Stelle. Jetzt mein Bello bestimmt nicht einfach. Komm, wir steigen mal hier hoch. Wir verlieren C. Wir haben C. Alter, dieser Perk ist ja sowas von übertrieben, Mann. Ich habe echt einen Wallhack. Kann doch nicht sein. Das passiert aber nur dann, wenn unser Kollege sie auch irgendwie markiert. Komm, Bello, schnapp ihn dir! Märtyrer und ach, der ist dabei mit draufgegangen. Ja, Leute, da ist das Spiel auch um. Also ich bin wirklich tierisch enttäuscht von Ghost. Die Kampagne ist ja so wie immer eigentlich ein Actionfilm zum Mitspielen. Aber Multiplayer, da bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Es läuft nicht. Technisch gibt es viele, viele Probleme. Es gab einige Patches, die haben das Gröbste jetzt behoben, aber ihr seht es ja, es läuft immer noch nicht rund. Die Grafik, ja, ist Last Gen. Definitiv ist es Last Gen.
Und man hat uns da echt einen Bären aufgebunden, von wegen neueste Technik und hier und da. Wenn man mal rüber auf Crysis 3 oder Battlefield 4 oder Battlefield 3 guckt, das sind wirklich krasse Generationsunterschiede. Das System hat jetzt Hand und Fuß hier bei Activision. Jedes Jahr ein neues Call of Duty raushauen. Ist ihnen anscheinend lieber, als mal irgendwie 2, 3 Jahre zu investieren und mal einen Knüller rauszuhauen. Und da bin ich wirklich ziemlich enttäuscht, denn Call of Duty ist eine Marke, da spielen Milliarden, ja. Und dann serviert man einem sowas vor. Und vor allem und da bin ich richtig sauer. Vor allem die PC-Fraktion wird abgespeist mit irgendeinem Port, der wirklich grenzwertig ist. Und ganz ehrlich, würde mir jemand sagen, guck mal, das ist ein neues Free-to-Play-Spiel, ein Shooter, ich würde den abkaufen. Ehrlich. Die Qualität von diesem Spiel ist wirklich nur so ein Free-to-Play-Shooter. Gibt's wie Sand am Meer. Ganz ehrlich, kauft euch dieses Spiel nicht. Kauft euch lieber irgendwie Modern Warfare 1. Ja, der ist da oben. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt sehe ich ihn auch nicht. Und der wird mich dann abknallen. Okay, hinter uns. Ganz ehrlich, holt ein älteres Call of Duty. Ihr habt genau das Gleiche. Sogar eins, das besser läuft. Mit Sicherheit besser laufen wird. Hier, Black Ops 2 war um Längen besser, fand ich. Um Längen als Ghosts. Und da muss man mal wirklich fragen, wie kann das sein, Alter? Dass es stagniert auf einem hohen Niveau ist die eine Sache, aber wie kann es sein, dass die Qualität Jahr für Jahr irgendwie schlechter wird? Ach, unseiner. Okay, wer ballert da jetzt auf mich hier? Hier. Oder wisst ihr was? Ich habe ja das Spiel. Wer weiß, vielleicht installiere ich das nochmal. Spielt einfach mal Modern Warfare. Also der erste Modern Warfare. Da ist jemand. So. Ich glaube, im Online. Ach, leck mich doch. Ich glaube, online ist da auch noch gut was los. Holt euch das. Kostet mittlerweile, glaube ich, 10 oder 15 Euro. Holt euch das. Ja, ein Assist. Verdammt. Installiert euch das, spielt das. Abschuss des Führenden. Ja. Mein Führer. Nein, deren Führer ist ja nicht mein Führer. So, dann gehen wir mal in Richtung A. Genug Kritik geübt. Aber ich bin wirklich sehr enttäuscht von dem Spiel. Ich kann das ehrlich gesagt nicht in Worte fassen. Auch dieses schön flüssige Run-and-Gun-Game ist weg. Seht ihr, es ruckelt nur noch. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, mit meinem Aufnahmeprogramm oder sonst was. Was war denn das, verdammt? Da steht ein Rad ab. A gesichert. Ja, leck mich doch an. C. Wir verlieren A. Ja, das war mir klar. Wir verlieren C. So, getroffen. Der Feind hat Alpha. Wir haben C verloren. Feindliche Satcom gesichtet. Der Feind hat C. Penner. So. Da A oben. Wird gesichert. Wow, ich dachte schon, die ballern auf mich. B wird gesichert. Ja, wäre ja auch was ganz Neues in einem Shooter. Verbündete Satcom aktiv. So, die Satcom ist aktiv. Wo lang gehen wir? Dann gehen wir mal hier. So, Fernkämpfer. Ah, du kämpfende Mistratte, du. Stinkende. Habt ihr gesehen, wie schnell ich down ist? Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, es liegt an der Verbindung. Schaut mal. Aber ich war bei einem Schuss schon down. So, Hündchen. Alpha wird gesichert. Hündchen ist schon tot.
Alter Mann, ich kann nicht mal diese Scheißstelle da hoch, weil immer wieder einer dort spawnt. Also Leute, ganz ehrlich, lasst die Finger von Ghosts. Kauft euch lieber, wenn ihr sagt, es muss unbedingt ein Call of Duty sein. Kauft euch Modern Warfare. Mit dem Teil, mit dem alles angefangen hat, sozusagen. Ja, nix da. Ah, verdammt. So. Jetzt lass mich mal hier hoch. Drei Abschüsse ohne Abschussserie, dann kriegt man eine Abschussserie. Auch gut, oder? Mann, das war knapp. Ach, naja, hatte ich schon erwähnt, dass ich enttäuscht bin von Call of Duty Ghosts. Mann, Mann. Abgesehen von der Grafik, sei es drum. Ja, auch wenn die Grafik jetzt hier nichts Besonderes wäre. Was ich zum einen Teil wirklich schade finden würde, habt ihr gesehen, wie der geleckt hat? Tja, jeder hat damit Probleme. Egal, ob ihr einen High-End-Rechner habt oder einen Low-End. Es hakt und ist instabil. Aber abgesehen mal davon, auch wenn die Grafik nicht gut wäre, was ich schade finden würde, weil die Shooter eigentlich in der Tradition stehen. Den habe ich gar nicht getroffen. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach so umgefallen. Wir verlieren Charlie. Okay, wir verlieren Charlie und bei Alpha ist irgendetwas los. Da war einer. Charlie gesichert. Komm, sichern wir hier. Habt ihr diesen Captain, den Penner gesehen da unten? Mann, 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 Mann. Kann doch nicht wahr sein. Weil die Shooter eigentlich in der Tradition stehen, auch mal die Technik immer wieder zu forcieren, voranzubringen. Und was macht Call of Duty? Es stagniert. Und es, abgesehen davon, dass es stagniert, wie gesagt, wäre ja gut, wenn es in einem hohen Niveau stagnieren würde. Aber nein, mit Ghost hat man jetzt... So, jetzt haben wir auch noch Vorräte. Komm, das packen wir mal hier unten. Ne? Na komm, pack hin, verdammt! So, Hündchen, wo bist du? Wow, wow. So, Bello, ja, Bello kommt da nie raus, komm her. Na, weg. Alter, Mann! Guckt euch diese Scheiße an. Ja, kämpft mal da rum. Aber ich habe mir doch irgendetwas verdient gehabt. Hey, Bello lebt noch. Komm, Bello, jetzt schütz mich mal. Ich hoffe mal, dass er hier ankommt. Wir haben Charlie verloren. Oh, jetzt sind wir in Juggernaut. Ich kann aber nicht rennen. Warum? Ist er tot? Jetzt renn, verdammt! Nee, der kann nicht rennen, die fette Sau! Verbündete Oracle über uns. Ach, so, doch, er kann rennen. Guck mal, das ist laufen. Nee, der kann doch nicht rennen. Oh Gott, ist das lahm. Wach und getötet. Bahn wird gesichert. Okay, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Der ist so lahmarschig, Mann, 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 Mann. So. Ach, was war denn das? Ja.
Es war ein Noob-Typ. Ah, ja. Spielverderber. Ja, der bin ich. Wir haben Bravo verloren. Wir verlieren Charlie. So. Ja, 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 schieß mal deine Noob-Tubes, du verdammter Penner. Verbündete Oracle über uns. Der Feind hat C. Das kommt bereit. Das war gut. Bravo gesichert. Verbündete Satcom aktiv. Bello, wo bist du? Ich hab doch einen Bello, oder nicht? Nee, hab ich doch nicht. Aber müsste ich doch haben, der hat doch gesagt. Wach und bereit. Ach, vom Wegen. So, jetzt haben wir. Mach uns bereit. Na komm. Wir verlieren A. Heli-Aufklärer auf dem Weg. Oh, wir haben keine mehr. Der Feind hat B. Ach man, scheiße, wie schnell war ich denn wieder mal down? Ja, jetzt sind wir hinter denen gespawnt. Ich sag's ja echt. Das Spawn-System, obwohl die Maps so riesig sind, ist so scheiße. Kann denn nicht wahr sein, Mann? Immer ein Assist. Und wie machen wir uns? Ja, gar nicht mehr so schlecht. Aber das ändert nichts an meinem Befinden gegenüber diesem Spiel. Ehrlich, ich bin wirklich nur absolut enttäuscht von Ghosts. Ich habe mir wirklich was ganz, ganz anderes vorgestellt. Und ganz ehrlich... Wir sind tot, glaube ich mal. Nee, doch nicht. Ach, verdammt doch. Naja. Wir verlieren A. Wir haben A verloren. Jo, weg. Charlie gesichert. Ah, Mann, 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 Mann. Und da kann man auch mal sehen, dass das Blatt sich mittlerweile gewendet hat. Gegen, also intern. Und zwar in Bezug auf Treyarch und Infinity Ward. Früher war das immer so, dass Treyarch eher die schlechteren Teile von Call of Duty produziert hat. Mittlerweile kann man mit gutem Recht behaupten, es ist Infinity Ward, das scheiße, naja, nicht scheiße, aber das schlechter produziert. Oh, oh, hinter uns. Weg hier. Wir verlieren Bravo. Wenn ich Glück habe, sucht er mich. Ich knalle ihn hinterrücks ab. Aber nein. Ach, verdammt. Achso, der ist hinter mir hergerannt. Naja, 25 zu 12. Aber wie gesagt, ich bin wirklich ziemlich enttäuscht vom Spiel. Und ja, verzeiht mir, dass ich hier die ganze Zeit rumgeheult habe. Aber bei einem Produkt wie Call of Duty muss man diese Kritik anbringen. Es ist überfällig. Die müssen mal das verstehen. Okay, und bessere Produkte anbieten, dann kauft man auch die Spiele. Kein Mensch kauft sich so einen Scheiß. Es läuft nicht, hat nur noch Probleme und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist in euren Augen konstruktive Kritik. Habt ihr eine Meinung diesbezüglich selbst, dann schreibt es bitte unter den Kommentaren. Like bitte das Gesehene, unterstützt mich auf diese Art und Weise. Und wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert auch bitte den Kanal und schaut des Öfteren mal hier vorbei bei Heartbeat Games. Denn das ein oder andere Video wird euch mit Sicherheit interessieren. In diesem Sinne, macht es gut und bis dann. Ciao.